Herzlich willkommen zu meinem nächsten Video hier auf YouTube. Oh Gott, dieses rote Blinken, ja. Ich krieg da jedes Mal die Krise. Ja. Ich befinde mich, wie man unschwer erkennen kann, im Gebietskrieg. Ja, ich war da schon mal drin. Ich darf nicht so laut reden, sonst übersteuere ich wieder. Ich war da schon mal drin. Und heute geht es wieder los mit saftigen PvP. Ich weiß nicht, auf welcher Seite ich bin, also ob ich auf der Gewinner- oder Verliererseite bin. Ich hoffe ja eigentlich, dass ich auf der Verliererseite bin. Ich glaube aber, dass ich gewinne. Also auf der Gewinnerseite. Das wird sich jetzt aber hier herausstellen, das werden wir schon herausfinden. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Kill mache, steigt tendenziell. Die steigt tendenziell. Das sieht ganz schlecht aus noch. Es sieht nicht schlecht aus für uns, sondern es sieht schlecht aus, dass wir auf der Verliererseite stehen. Denn, ja, hallo Gegner, ich wollte mal hallo sagen. Schön, dass ihr mich alle ignoriert. Die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Kill macht, ist deutlich höher, also in dem Bereich, wo wir uns gerade befinden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Kill macht, tatsächlich höher, wenn man verliert. Das hätte ich euch gerne gezeigt, aber anscheinend rocken wir hier die Bude und machen alle fertig. Hier, guck. Alle Kristalle sollten jetzt rot sein. So eine Scheiße aber auch. Da will man einmal coole Plays zeigen und dann ist man auf der Gewinnerseite. Ja. Es hat ja nicht mal für Punkte für meine Gilde gereicht. Mein Damage ist so gering, dass das nichts bringt hier, ne? Ich bin so low. Ja, jetzt werde ich auch noch gekillt hier. Immer diese killgeilen Leute hier. Meine Fresse nochmal. Lass doch die Kleinen ihre Quest machen. So, es ist auch gut, wenn man die Nachricht abschickt, bevor man komplett reingetippt hat. Ja, dann steht da nur die Hälfte von dem und dann wird die Wahrheit irgendwie vertauscht. Ich finde es lustig, dass ihr geraten habt. Mich interessiert ja dann immer, wie man auf die Idee kommt. Also, ich kenne die Spieler, die ihr da genannt habt, okay, mehr oder weniger, also Toxic Spider beispielsweise kenne ich nicht so gut, aber die anderen beiden, die genannt wurden bisher, nee, die anderen drei, kenne ich relativ gut. Ich weiß aber nicht, und das soll jetzt nicht beleidigend sein, ja, damit ihr das versteht, ja, ich weiß aber nicht, wie ihr auf die Idee kommt, dass gerade diese Spieler Let's Plays machen. Also besonders bei Quato würde mich das mal interessieren. Weil den kenne ich von den Leuten am besten und von dem würde ich am wenigsten ein Let's Play erwarten. Ja. Wie gesagt, soll nicht beleidigend wirken oder sonst was. Man kann ja natürlich auch immer die falsche Meinung von so jemanden haben, aber ich gebe euch einen Tipp. Ich hatte gesagt, der Spieler ist über 75. Dieser Spieler, der ich bin, der spielt auch schon sehr lange. Ja? Sehr lange. So seit Beta. Ungefähr. Ja? Ungefähr seit Beta. Und deswegen wäre es halt ein bisschen komisch, wenn ich ein paar dieser Personen bin, weil die spielen noch nicht lange. Also noch nicht so lange. Denn Leveln geht ja ganz schnell, wenn man denn viel Zeit hat. Und dann ist man auch ganz schnell 75. Das heißt, oder über 75.
Und ja, das ist übrigens immer cool, wenn man hier so viele Leute online sieht. Das stimmt ja gar nicht, ne? Das ist ein schöner Anzeigebug. Haben sie immer noch nicht gefixt. Seit Jahren gibt es den schon. Guck mal da! Ein Level 61er! Auf ihn! Auf ihn! Ja, also ganz wichtig, Regel Nummer 1 im PvP. Egal welches Level ihr habt, immer in den Kampf rein, ja? Immer! Ja, zeigt den Gegner, was eine Hake ist. Hier. Fertig machen. Ja, scheiß auf rote Zahlen und sonst was. Ihr seid die Besten. Genau so müsst ihr reingehen, ja? Dann liegen die Gegner auch irgendwann mal im Staub. So nach 10 Jahren. Auch immer lustig ist, ist das nicht die beste Art, aber auf dem Level leider fast nicht anders wirklich. Es gibt so ein paar Spots, wo man sich so halb verstecken kann hier auf der Map. Also auf dieser Map hier. So einer wäre das zum Beispiel. Also falls ihr mal Bock habt, hier Gegner abzufahren, könnt ihr nach hier kommen, falls ihr euch verstecken wollt. Könnt ihr das hier auch gut machen? Also ich stehe hier gerade nicht perfekt. So. Es geht nicht ganz hier. Also es gab auf jeden Fall mal ein Schiff, wo man sich ganz gut verstecken konnte. So. Das war's, glaube ich. Oder? Ja, also das ist schon näher dran, aber auch nicht ganz. Keine Ahnung, vielleicht liegt das jetzt auch daran, dass ich so ein Frosch bin. Mein Mann ist ja kein Frosch. Auch etwas, was dann den einen oder anderen Spieler ausschließen würde. Ja. Gut, also wir haben jetzt 23 Minuten Zeit noch hier im Gildenkrieg. Und was macht man da so? Gegner campen, Verstecke suchen, langweilen, in der Base hocken. Alles Dinge, die man theoretisch machen kann. Ja, das Schiff hast du auf jeden Fall nicht. Ja. Wer der Meinung ist, ich brauche unbedingt einen Kampfmode. Unbedingt. Ansonsten habe ich doch gar keine Chance. Falsch. Eine Chance hat man immer. Dafür braucht man keinen Kampfmount. Aber wer mit der Einstellung reingeht, ich habe sowieso keine Chance, der hat auch keine Chance. Ja, also man muss sich schon so eine Chance erarbeiten. Hier, das war das Schiff. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Ja, genau, hier. So, hier könnt ihr euch ganz gut verstecken, hinsetzen. Von innen. Hier, die Innenausstattung ist famos. Möchte ich mal sagen. Hier, ja, also so sieht mein Schiff von innen auch aus. Vor allem, da steht auch Wasser drin. Deswegen schwimmt das ja überhaupt, ne? Weil da Wasser drin ist. So, es geht weiter auf der Suche hier an der Map. Ja, das gibt ja wirklich, es wäre viel cooler gewesen, wenn wir auf der Verliererseite wären. So muss ich ja schon fast hier... Ja, man kann sich auch in eine Mauer stellen. Auch immer wieder sehr beliebt. Man kann auch das hier machen. Ja, hier Leute von Equality töten. Also ich kann es nicht, aber andere. So, also ich kann es nicht mit dem Charakter. Hier so, guck hier, zack, tot. Ich habe nicht mal was gemacht. Der kam so schnell. Ja. Ziemlich cooler Gildenkrieg hier. Auch in der Base gibt es natürlich tolle Orte, wo man sich hinsetzen kann. Sehr beliebt sind immer die Dächer. Ja, also man kommt hier, glaube ich, rauf. Ja, irgendwie will das heute nicht. Es ist der Vorführeffekt. Vielleicht ist auch einfach das falsche Dach. In Affen geht das. Ja, also es gibt hier so den einen oder anderen beliebten Ort, wo sich dann Leute schon mal hinsetzen. Das gibt's da nicht. Das Dach geht doch ja wohl hier, ne? Ja, genau hier, so aufs Dach drauf. Dann habt ihr den Überblick. Ja, jetzt nicht mehr. Und, ja, meine Gildenleute haben auch viel Bock auf GK, wie man sieht. Immer. Denn das ist leider Gottes hier. Ich will ja hier nichts schönreden, aber mache ich jetzt auch nicht. Das hier ist nun mal die
Grauenvolle Realität. So sieht fast jeder Gildenkrieg heutzutage aus. Gebietskrieg, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich meine natürlich Gebietskrieg und nicht Gildenkrieg. Gildenkrieg ist was anderes. So. Ja, man sieht hier auch ganz viele Leichen. Das sind vor allem Leute, die ihre Quest machen wollen. Ich warte eigentlich immer noch darauf, dass der Erste abflamet und sagt, lass uns doch mal die Quest machen. Und dann kommen wieder die anderen Leute und sagen, ey, mach das doch am Ende. Geht kurz vor Ende raus, dann habt ihr immer noch Zeit, die Quest zu machen. Und dann wieder, ich will die Quest aber jetzt machen. Und da, und hast du nicht gesehen. Leute, es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel. Wenn euch der Gildenkrieg keinen Spaß macht, wenn das euch zu langweilig ist, wenn ihr der Meinung seid, läuft sowieso nichts. Ich kann das alles nicht. Ich habe sowieso keine Chance. Dann geht auch nicht rein. Ja? Hier, wieder mega cool Action. Ja, die Gegner haben schon Angst vor mir. Ja, ich werde einfach ignoriert. Das ist auch mal cool. Ja. Ich will ja jetzt... Das war der Spawn, oder? Ja, das war der Spawn von denen. Ich bin hier jetzt einmal straight ahead durch den Spawn durchgelaufen und es ist nichts passiert. Ja, das ist auch Alltag hier. Die Leute haben irgendwann keinen Bock mehr drauf. Ja, also es ist ja auch cool hier. Es ist total interessant. Es ist so interessant, man könnte glatt ein Wettrennen machen hier, ja? Also, ein Wettrennen darüber machen, wer am schnellsten über die Map läuft. Weil es gibt nichts zu tun, bis der Typ in der Mitte kommt. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ey, was soll denn das? Immer auf die Kleinen, ne? Hier, komm, ich geb dir Schelle. Ich mach... Das ist dein Ernst? Oh mein Gott! Hallo, ich mach dir ja fast mehr Schaden als du mir. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ach Mann. Spielverderber. Ja, okay. Wenn der wüsste, das ist jetzt alles aufgezeichnet. Das ist schon fast peinlich hier. Also das war schon Mords Damage. Ja, es gibt halt auch Leute, die nicht so sehr Fokus auf Damage legen. Vielleicht hat er auch einfach nur nicht richtig angegriffen, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Es war auf jeden Fall lustig. Ja, was gibt's noch zu sagen? Es gibt drei verschiedene Gebietskrieg-Maps. Das ist eine von denen. Das ist so ziemlich, wenn im Gebietskrieg nichts los ist, ist das die zweitinteressanteste Map. Die interessanteste ist die mit dem Shura-Geist. Weil dann kommt wenigstens noch so ein Totem und dann ist einer Shura und mäht alles nieder, so, ja. Übrigens könnt ihr auch als Kleiner werden und dann die Gegner niedernähen, bis die euch getötet haben. Ja. Ansonsten gibt's die Map, die ganz normale, ja, ich bin jetzt gleich tot, die ganz normale Kristall-Map. Ich habe ja langsam das Gefühl, die Leute kennen mich und wollen mich gar nicht töten, weil sie Angst haben, dass das aufgezeichnet wird. Ich meine, der hätte mich doch super einfach killen können, der war unsichtbar, dann Meteor drauf und zack, Boots weggerockt. Ja, so einfach geht das doch. Aber nein, wenn man es nicht will. Ja, hier sitzen schon die ersten Leute dumm rum. Ich war aber gerade dabei, die verschiedenen Maps zu erklären. Also das hier ist die mit... jetzt ist er wieder da. Mein Gott! Du musst bei einem Noob noch anstürmen, um den zu töten? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Das ist doch nicht dein Ernst! Ich übersteuere wieder so, aber... ja, es ist irgendwie schon so ein bisschen so. Zack. Ich mach gerade den einen Spieler aus meiner Gilde, der auch immer rumflamt. So. Kapitän des Meeres, also Belk. Belk letztendlich, wenn man Belk gekloppt hat, kommen diese Quallen. Rachsüchtiger Strahlenteufel. Am besten angreifen, Leute. Und die Aggro ziehen und stehen bleiben. Denn dann seid ihr sofort tot.
Ja, also die machen hammer viel Schaden. Die können theoretisch die Kristalle resetten. Ich laufe mal zu einem hin, um euch den zu zeigen. Hä? Wieso ist denn nur einer gespawnt? Normalerweise spawnen immer zwei. Haben die den getötet? Ach nee, da unten ist er. Man konnte ihn nur nicht sehen. Ja, also die resetten theoretisch die Kristalle. Ist interessant für die Gilde, die nicht den meisten Schaden hat. So, hier, komm. Strahlenteufel hier. So. Gut, bin ich tot, ja. Dafür braucht man keinen anderen Spieler. Man kann auch einen Strahlenteufel nehmen. Und die resetten theoretisch den Kristall. Deswegen greifen die auch hier die ganze Zeit an. Ja. Damit der den hinterherläuft und nicht auf den Kristall geht, weil der ist dann ganz leicht wieder grau. Der Schura ist. Ja, hier, genau. So, das wollte ich sehen. Hier. So, das passiert dann, wenn man nicht aufpasst. Dumm gelaufen. Jetzt können die Gilden den wieder einnehmen und vielleicht gewinnt genau deswegen eine andere Gilde. Ja. So viel zu der Map hier. Das Video ist, glaube ich, jetzt auch lang genug für den Inhalt, den ich zeigen kann. Also, wenn ich auf der Verliererseite gewesen wäre und ich euch hätte zeigen können, wie ihr dann trotzdem ein paar Kills machen könnt, dann wäre das ganz interessanter geworden. Aber so war es das auch schon wieder. Ich hätte gern ein längeres Video diesmal gemacht, aber ganz ehrlich, die paar Minuten jetzt muss ich euch nicht mehr zeigen. Ich zeige euch nur noch mal, wo man die Quest abgeben kann. So, verlassen, einfach drücken. Ja, könnt ihr auch immer verlassen währenddessen. Auch sehr wichtig, einfach wieder dort, wie man reingekommen ist, wieder rausgehen. Das geht ja hier unter Schlachtfeld und dann Gebietskrieg. Nicht Gildenkrieg. Und ja, jetzt geht's zu Amos abgeben. Kriegssteine absahnen. Ich hoffe, ich habe Glück. So viel Glück, dass ich den Altar theoretisch mal spielen kann. Das wäre cool. So. Also. Wieder zwei Kisten bekommen und ich habe sechs Kriegssteine. Ja, ich hatte, glaube ich, schon mal Kriegssteine, aber ich weiß nicht, ob ich noch genug habe. Ob ich die in die Bank reingetan habe. Das ist so lange her. Schaue ich einfach mal nach. Ihr seht, ich bin wieder auf Kanal 1. Bei den Shops. Muss ich gerade mal nachgucken. Yep. Genau 10. Das heißt, für 10 für 10 Idenkristalle. Für 10 Kriegssteine kann man sich einen Idenkristall holen. Sei noch gesagt, deswegen. Ja. Das ist das neue Schwert, was rausgekommen ist. Severslächer heißt das, glaube ich, so. Also könnt ihr bei Amos 10 Kriegssteine gegen einen handelbaren Idenkristall umtauschen. Ja, ganz wichtig, der ist handelbar. Und dann könnt ihr den verzocken. Jo, hat jetzt viel gebracht. Ja. Also, der Altar ist scheiße. Das musste mal gesagt sein. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn ich jetzt nicht so interessanten Zeug zeigen konnte. Der Gildenkrieg hat das irgendwie nicht hergegeben. Aber was will man machen? Ich konnte die Maps erklären. Ich bin ein bisschen rumgelaufen, habe euch Verstecke gezeigt und ja. Bis dann, euer Jamal.